scheiß Taschenlampe los, ey. Da sitzt er. Wir haben hier ohne Scheiß einen Skorpion in unserem Zimmer. Da sitzt er. Wir haben ihn gefangen. Er ist größer als man dachte. Ja, kleiner Schockmoment am Morgen, aber ich habe ihn jetzt gefangen und rausgebracht. Also unsere Gastgeber Alejandro und Daniel haben gesagt, dass es hier eigentlich keine Skorpione gibt. Der muss von irgendwo mit hergebracht worden sein. Und da wir ja in Kappadokien waren und es da ziemlich steppenmäßig und wüstenlastig ist, könnte es sein, dass dieser kleine Freund in unseren Sachen war, in unseren Backpacks. Oder jemand von den beiden hat ihn hierher geschleppt, weil der eine kommt aus Mexiko und der andere aus Argentinien. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er jetzt weg. Puh. Ja, nach unserem spektakulären Tagesbeginn mit dem Kampf gegen einen Skorpion, den wir gefangen haben und draußen ausgesetzt haben, haben wir den ganzen Nachmittag in einem, ja, so Coworking-Café verbracht, wo wir in Ruhe mit dem Laptop sitzen konnten, ein bisschen was getrunken und gegessen haben. Und jetzt versuchen wir noch einen Friseur für mich zu finden, der noch auf hat, weil es so ein bisschen... Die Weltreisematte. Ja, die Weltreisematte ist so ein bisschen außer Kontrolle geraten und ja, schauen wir mal, ob wir noch jemanden finden, der mir die Haare schneidet. Ich habe ihm gerade ein paar Bilder gezeigt, wie ich es haben möchte. Dann zeigte er mir Bilder, wie es sein könnte, mit schicken Tribals reinrasiert und mit Rauten und so. Also, ist das schön irgendwie Bayern München mäßig, ne? Ja, genau, ja. Muss nicht sein. Nee. Muss nicht sein. Also, seht nochmal hin. Ja. Chris vorher. Okay. Ja, sieht das schon top aus, oder? Also, Top-Schnitt-mäßig, meine ich. Top-Schnitt, ja. So ein kleiner Pilzkopf sieht er aus. Wenn ihr mal in Istanbul einen Friseur sucht, dann kommt auf jeden Fall hier bei ihm vorbei. Er macht das so super. Chris sieht echt toll aus. Ich bin begeistert. Also richtig schön. Thank you so much. Thank you. Ihr habt das Styling jetzt mit einer Dusche schon wieder zerstört. Aber der Schnitt ist immer noch schick. Und nachdem Moni hier auch schon begrüßt wurde in unserer Airbnb-Wohnung von unseren Gastgebern, Daniel und Alejandro, ich weiß nicht, ob wir die schon mal erwähnt hatten, wenn nicht, haben wir es jetzt. Moni wurde bei der Begrüßung schon als wunderschön begrüßt und auch ich habe jetzt das Schwopoki-Siegel. Also ich bin jetzt offiziell Schwopoki geprüft. Für alle, die How I Met Your Mother nicht kennen, Schwopoki bedeutet schwules Pärchen ohne Kind, denn genau das sind unsere Gastgeber. Total nette Menschen und sie haben gesagt, ich sehe gut aus. Mahlzeit! Moin! Ja, heute sind wir auf großer Sightseeing-Tour. Wir sind jetzt mit der Straßenbahn in den Stadtteil Sultan Ahmed gefahren. Und wir fangen an mit der Sultan Ahmed Moschee, besser bekannt als die Blaue Moschee. Und heute ist übrigens Feiertag in der Türkei. Genau, der Tag der Republik. 1923 wurde die Republik der Türkei ausgerufen und heute wird das gefeiert. Man sieht nicht so viel davon in der Stadt, also bis jetzt. Vielleicht sind wir auch einfach am falschen Ort. Außer, dass die Stadt voll ist, mir sieht man ziemlich. Aber die Stadt ist immer voll. Ja, deswegen. Ob ein Feiertag ist oder nicht. Ja. Genau, ja, los geht's, würde ich sagen. Also, die Blaue Moschee ist im Moment so ein bisschen under construction, würde ich sagen. Also, sie wird ordentlich renoviert. Und, das ist aber nicht das Problem, sondern
Das hier. Hier stehen sie an und da hinten stehen sie auch noch. Und genau, hier an dieser Bude, dieser Holzbude, da kriegt man ja so Kopftücher und Sarongs, so falls man so wie ich nur kurze Hosen anhat oder wie Monique kein Kopftuch hat. weil, schlecht vorbereitet. Ja genau, wir sind schlecht vorbereitet und man braucht halt lange Kleidung und Kopftuch, um da rein zu dürfen. Und wenn wir uns das da so angucken hinter uns, da haben wir beide nicht so Bock drauf. Wir skippen das erstmal und gucken später nochmal, ob das so vielleicht leerer ist. Genau. Und wegen dem schlecht vorbereitet muss man sagen, wir haben unsere ganze Wäsche heute in einen Waschsalon gegeben. Ja, ich habe gar keine lange Hose im Moment. Nee, wir haben echt gar nichts mehr, nur noch das, was wir anhaben. Genau. Ja, dann gucken wir uns die Hagia Sophia an, die ist gleich da drüben. Hier dasselbe Bild, Menschen über Menschen. Also, nee. Wir merken schon, wir haben irgendwie gar keinen Bock. Nee, die Gebäude von innen zu sehen, schon. Ja. Aber nicht mit der Masse von Menschen, weil das ist einfach unangenehm voll. Das macht keinen Spaß. Wir wissen nicht, ob es am Feiertag liegt oder vielleicht ist es einfach immer so voll hier. Wir waren auch schon an einem anderen Tag hier, da war der Platz ähnlich belebt. Wie es hier vor den Sehenswürdigkeiten direkt aussah, weiß ich nicht mehr so genau. Weiß ich auch nicht. Aber nein, danke. Ja, ich glaube, wir bummeln nur so ein bisschen durch die Gegend heute. Ja. Gucken uns alles von außen an, weil wenn man keinen Bock hat, dann bringt das auch irgendwie gar nichts. Wir müssen uns ja nicht erzwingen. Wir lassen uns jetzt einfach treiben und gucken mal, wo uns das... Das ist sowieso mal am besten. Genau. Und für sie, dieses süße kleine Ding stand mir bestimmt jetzt mir so 20 Minuten an. 20 Minuten, ja. Wir haben uns einfach mal angestellt, weil da gab es Döner und ja, das ist halt hier irgendwie so der klassische Döner. Und wir haben jetzt das jetzt nur mal zum Probieren, weil wir heute nachher noch woanders essen gehen wollen. Haben uns das kleine süße Ding hier geholt und das hat jetzt, keine Ahnung, 1,50 Euro oder so maximal gekostet. Ja. Nach einer kurzen Snackpause finden wir uns jetzt vor der Suleymaniye Moschee. Ja. Ja, und so sehen wir dann aus. Schickt der Mann mit Röckchen. Ja, steht mir, ne? Ja. So, wenigstens eine Moschee haben wir heute geschafft. Ja, also ich finde ja Moscheen echt gemütlich irgendwie. Und was auch ganz angenehm ist, dass sie nicht so überladen sind wie christliche Kirchen, ne? So. Mit dem ganzen Kitsch meinst du jetzt, ne? Ja, genau. Also ist ja immer schön anzusehen, dieses extrem prunkvolle, mit Gold verzierte und hast du nicht gesehen, Heiligtümer in allen Farben und Größen. Da ist so eine Moschee von innen schon ein bisschen einfacher gehalten, bescheidener gehalten. Mit schönen Verzierungen und Malereien. Genau, das überwiegt dann da. Finde ich echt schön. Und jetzt? Jetzt geht's für uns, keine Ahnung. Essen Nummer 2. Essen Nummer 2, klingt gut. Bin ich immer dabei. Thank you.
So viel zum Thema, wir wollten Menschenmengen meiden. Ja, hier geht schon so ein bisschen was. Schon einiges los. Also das war mit Abstand die schlimmste Fußgängerzone überhaupt. Alter, so viele Menschen. Unfassbar. Wir gönnen uns heute mal was und sind ins Steakhouse gegangen. Und hier bestellt man mit Stil. Mit Tablet. Das sieht echt cool. Ja. Oder kann er gar nicht? Was auch immer das ist. Das ist ja abgefahren. Der Nebel hat sich gelichtet und ja, ich glaube, das ist for free. Einfach mal so als kleines Dankeschön, dass wir hier essen waren. Gern geschehen. Danke. Oder hier ist gleich ein Oder hier ist gleich ein Ding versteckt und das war der falsche Tisch. Ja, Gökhans Chef war schon ziemlich lecker. Wir sind gesättigt, es gab noch gratis Dessert und ja. Ja, war geil. War geil. Aber die nächsten Tage gibt es nur Instant-Nudeln. Wir sind jetzt hier gerade noch mal kurz bei Rossmann reingesprungen und hier pennt einfach mal eine Katze. Was machst du denn hier? Hä? Die geht hier alles am Arsch vorbei, oder? 99. 1,50 Euro ungefähr. Für eine dicke Straßenkatze. Hier ist noch eine Katze. Na du? Hallo. Hallo. Ich glaube, so ein krasses Feuerwerk habe ich noch nie gesehen. Alter.